Dienstag, der 3.10.2023. Es ist 20:15 Uhr und 6 Sekunden. Live aus Berlin präsentiert Ihnen Rudis Alberner Kanal, das Geschwafel am Sonntag. Heute wieder mit Moderator Miggi. Einen wunderschönen guten Abend wünsche ich euch alle und hoffe, ihr habt euren Tag der Einheit toll gefeiert. Also die Spekulanten haben ganz toll gefeiert, die Pharmaindustrie hat ganz toll gefeiert, Habeck hat ganz toll gefeiert, dann haben wir noch die Ölmuldis und natürlich Aldi und Co., die haben toll gefeiert, und die Klimakleber, die haben immer was zu feiern. Alle anderen, denke ich, haben in diesem Land heute gar keine Lust so zum Feiern gehabt. Was habe ich heute für euch? Es ist eine kleine Sonderausgabe zum Tag der Deutschen Einheit, die am Sonntag schiefgegangen ist, deswegen sie jetzt wirklich heute stattfindet. Ich habe für euch ein paar Sachen rund um die Deutsche Einheit. Wir haben Lotta Langohr, denn unser Olli ist heute nicht da. Wir haben Was weiß denn sowas nicht? Da werden wir eine wichtige Frage klären, nämlich was Ossi und Wessi auf ewig trennt. Wir haben Rudis TV Späti. Es gibt wieder eine ganz tolle Sache für euch zu kaufen. Und zum Schluss, wie immer, an unserer Ausgabe die gute, gute Nachtgeschichte, die Biker-Saga von Phil Rude, Bloody Highway. Gut, dann legen wir einfach mal los. Tag der Deutschen Einheit. Ich denke ja, irgendwas ist doch da faul, oder? Heute ist doch der 3.10. Sind nicht die ganzen Ossis am 9.11. über die Grenze gerannt? Ja, das ist richtig. Aber das war unserer Politszene dann doch nicht ganz so recht. Der 9.11. ist überhaupt ein ganz komischer Tag in der Weltgeschichte, auch in der deutschen Geschichte. Zum Beispiel am 9.11.1918 haben wir die Deutsche Republik ausgerufen. Also, juhu, juhu. Und Einstein hat 1922 den Nobelpreis für Physik erhalten. MC ist, ihr wisst schon, irgendwas, juhu. Und dann, ups, 1923, am 9.11. hat Hitler in München geputscht. Das ging damals noch schief. Aber dann auch vorwärts. 1936, auch wieder am 9.11., haben die Nationalsozialisten in Leipzig das Mendelssohn-Denkmal entfernt. Und da war dann schon ganz klar, wo es lang geht. Und am 9.11.1938, dann kam es ganz, ganz übel für die jüdische Bevölkerung Deutschlands. Dann war die Kristallnacht. Oh, Political Correctness Alarm, Political Correctness Alarm. Nein, 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 wir sagen heute nicht mehr Kristallnacht. Auf keinen Fall. Das sagen die Nazis. Ja? Wir nennen sowas heute politisch korrekt die Reichspogromnacht. Und wirklich, Helmut Kohl war damals am 9.11.89 in Polen. Der dachte, huch, zuerst hat er seinen Übersetzer gefragt, hallo, wo hast denn du Polnisch gelernt? Weil er konnte einfach nicht glauben, was der da übersetzt hatte. Ossis fallen in Westdeutschland ein, durch alle Grenzen. Und ganz, ganz übel hat sich da Kohl gedacht, die Ossis haben einfach kein Verständnis für die politische Geschichte Deutschlands. Ja? Wie können Sie sowas am 9. machen? Hätten Sie nicht auf den 10. warten können oder auf den 11. vielleicht noch, damit wir ein bisschen Abstand gewinnen? Denn an diesem Tag können wir nicht feiern. Da steigt uns der Zentralrat der Juden aufs Dach. Was denkt ihr euch denn? Na, und so blieb es dann auch. Der Tag der Deutschen Einheit wurde der Tag, an dem der Einigungsvertrag unterschrieben wurde. Na, zu dem kommen wir noch. 1989 war der erste Schwulenfilm der DEFA. Hatte da seine Premiere. Coming Out. Naja, und 2001 am 9.11., das wissen wir auch, da war die größte Abrissaktion von Hochhäusern
in den USA, um daraufhin andere Länder zu überfallen. 2002 startete der LDR mit Deutschland sucht den Superstar. Na das, das war wegen Dieter Bohlen dann auch wieder kein Grund zu feiern. Aber ein Hurra sollten wir noch geben. Man kann es kaum glauben, aber am 9.11.2020 meldete BioNTech: Hurra, wir haben einen Impfstoff gegen Corona. Jetzt aber her mit den Milliarden. Wir sehen also, der 9.11. ist wirklich großteils ein geschichtsträchtiger Tag. Traurig, traurig auch. Unser Oddy Martin ist derzeit in den USA. Er hat uns eine Karte geschickt. Deswegen haben wir heute keinen Film von den wundersamen Geschichten von Oddy Martin. Aber deswegen müsst ihr nicht auf die tolle Tiergeschichte am Anfang unserer Ausgabe verzichten. Ich stelle euch heute Lotta Langohr vor. Lotta Langohr ist eine deutsche Riesin. Sie war ganz klasse, sie war wie ein Hund. Leider lebt sie nicht mehr, aber wir haben noch sehr viele ganz tolle Filme von ihr. Und deswegen haben wir uns entschlossen, sie mit in unserem Geschwafel zu nehmen. Heute zeige ich euch, was man tun muss, wenn man einer Kanickel eine Möhre wegnehmen will. Wir nehmen also jetzt einen Kanickel eine Möhre weg. Film ab. Wenn du einen Nickel die Möhre klauen willst, musst du zuerst zu ihm sagen: Level hoch! Tja, es ist also gar nicht so einfach, eine Kanickel eine Möhre wegzunehmen. Es war viel einfacher, dem Volk der DDR ihr ganzes Land wegzunehmen. Aber okay. Beginnen wir am Anfang, räumen wir erstmal am Anfang eine wirklich große politische Lüge aus dem Weg. Wenn ihr jetzt googelt, wer war der Kanzler der Einheit, dann ist unter dem Stichwort Helmut Kohl. Helmut Kohl ist der Kanzler der Einheit. Falsch. Helmut Kohl ist der Kanzler, der zufällig Kanzler war, als es zur Einheit kam, als die Bevölkerung der DDR ihre Diktatoren weggeräumt hat. Er selber hatte mit der Einheit gar nichts zu tun. Und er wollte auch nie eine deutsche Einheit. Er hatte damals einen riesen Stress mit Strauß, als er Strauß dann für Honecker diesen Millionenkredit besorgte. Da war Kohl echt sauer. Ja? Na gut, mir bleibt er auch nicht als Kanzler der Einheit in Erinnerung, sondern als einer der größten Geldwäscher und Spendenbetrüger, die dieses Land hier gesehen hat. Denn das sei einfach mal gesagt, statt Einheit gab es Kohle. Nachdem er nicht mehr Kanzler war, flog im November 1999 die Affäre um Schatzmeister Walter Leisler-Kiep auf. Der hatte doch gerade den Waffenhändler Schreiber von denen eine Million gekriegt. Na klar, es ging um Panzer nach Saudi-Arabien. Nein, das ist bestritten. Günter Krause hat auch immer gesagt, das ist nicht wahr. Das macht aber nichts. Schreiber war anschließend dann selber weg, wurde ersetzt durch unseren Ex-Bundeskanzler Schröder. Der hat dann das Waffenhandel übernommen weltweit. Das verwechsel ich schon wieder. Der hat für einen Schweizer Buchverlag gearbeitet, weil Schröder hatte so richtig Ahnung von Büchern und Ex-Kanzler verkaufen weltweit Bücher. Ganz klar. Naja, und alle waren natürlich auch daran beteiligt, auch alle, die an der deutschen Einheit beteiligt waren. Heiner Geißler, Wolfgang Schäuble, der Sohn von Strauß. Wenn schon er nicht dann wenigstens okay. Wenn ihr mal wieder ein Leckerli von Ferrero isst oder Stahl von Thyssen an eurem Kochtopf isst, dann wisst ihr, dass sie immer fleißig gespendet haben, damals rund 200 Millionen.
Der Kanzler der Einheit hat dann auch noch schnell dafür gesorgt, dass seine Stasi-Akte geschwärzt wird. Er sagte, das muss so sein, da können ja lauter Lügen drinstehen. Wa? Und er hat auch dafür gesorgt, dass der Einigungsvertrag nicht wie üblich 25 Jahre unter Verschluss kommt, seine geheimen Teile. Es gibt nämlich geheime Teile vom Einigungsvertrag. Ihr müsst nur mal googeln, dann werdet ihr feststellen, die sind inzwischen so geheim, dass man fast überhaupt nichts darüber findet. In jedem Link, den Google ausspuckt, fehlt immer das Wort geheim. Da geht es nicht mehr drum. Aber sei es drum, jedenfalls der geheime Teil des Einigungsvertrags wurde auf 50 Jahre unter Verschluss genommen. Also haben wir jetzt noch 17 Jahre vor uns und dann werden wir erfahren, was die Baggerluten da einfach so reingeschrieben haben. Okay, die Ossis und die Wessis, die haben ja damals wirklich eine Riesenparty gefeiert. Ich war selber mit dabei, ich war in der Bösebrücke und anschließend am Brandenburger Tor, da war ja wohl echt was los. Trotzdem muss man mal sagen, es gibt etwas, das Ossis und Wessis auf ewig trennen wird. Wirklich auf ewig. Deswegen sind wir dieser Frage nachgegangen und die beantworten wir jetzt in Wer weiß denn sowas nicht? Was Ossis und Wessis auf ewig trennen wird, beginnt damit, dass der Wessi eine Zwiebel klein schneidet, während der Ossi eine Dose gehackte Tomaten aufmacht und in einen Topf gibt. Eine wichtige Komponente sowohl für Ossi als auch für Wessis ist, dass zur Zubereitung des Gerichts eine Katze benötigt wird. Während der Wessi die Champignons liebevoll vom Schmutz der Wälder befreit, kippt der Ossi einen Schuss Werther Ketchup, Original DDR-Produkt, in den Topf. Deutlicher als hier kann das unterschiedliche Verhalten zwischen Ossi und Wessi nicht dokumentiert werden. Selbst Sozialwissenschaftler haben sich mit diesen verschiedenen Verhaltensweisen beschäftigt und es hat Einklang in die Fachliteratur gefunden. Während der Wessi seine Champignons in vier Teile zerschneidet, dann zusätzlich Petersilie pflückt und auch diese fein, aber wirklich ganz fein zerhackt, greift der Ossi schnöde zum Zucker, zum Salz, zum Pfeffer und würzt seine Soße. Einmal kurz durchgerührt und dann abgeschmeckt und damit haben dann beide ihre Vorbereitungen abgeschlossen. Was nun kommt, hat sowohl Wissenschaftler als auch Verschwörungstheoretiker auf der ganzen Welt beschäftigt. Denn der Wessi wird nun ein Schweineschnitzel panieren, während der Ossi dazu ein großes Stück Jagdwurst verwendet. Die Theorie, dass es in der DDR zu wenig oder gar keine Schweine gab, wurde verworfen, denn schließlich waren die Luxusställe in Wandlitz prall gefüllt. Die heute gängigste Theorie besagt, dass Honegger dieses Gericht selbst kreiert hatte und hat es sozusagen in der DDR als Staatsakt eingesetzt. Damit ehrte er nicht nur seine Liebe zur Jagd, sondern er brachte sich auch als Staatsführer stets bei seiner Bevölkerung in Erinnerung. Sein Gegenstück im Westen, Helmut Kohl, versäumte diesen politischen Schachzug und propagierte statt Sauerkohl den Saumagen. Die These, dies würde auf wesentliche Charakterzüge verweisen, ist strittig. Während das Gericht fertiggestellt wird, werfen wir einen Blick auf die Sättigungsbeilage.
Der Ossi verwendet dafür traditionell die Spirelli. Und diese verdankt er einem Unfall. 1550 passierte in Florenz am Hofe von Cosimo de' Medici I. dem Koch ein Missgeschick. Er ließ etwas Pastateig zu Boden fallen. Der Sohn des Kochs nahm den Teig, wickelte ihn um die Stricknadel seiner Großmutter und so entstand die Fusilli, auf Deutsch Spindel, umgangssprachlich Spirelli. Der Wessi verwendet zu diesem Gericht die unterschiedlichsten Beilagen. Hier in unserem Gericht gibt es Spätzle, denn auch diese haben eine, wenn auch nicht historisch belegte Geschichte. Die Spätzle sind in ganz Baden-Württemberg verbreitet, in Bayerisch-Schwaben und im Allgäu. Als Franz Josef Strauß der DDR den Millionenkredit vermittelte, forderte er, dass die Spirelli künftig durch Spätzle ersetzt wird. Dies lehnte aber Honecker kategorisch ab. Es war Schall Golokowski zu verdanken, der Strauß gerade noch dazu brachte, von dieser Forderung Abstand zu nehmen. Natürlich war es längst allen klar, was Ossis und Wessis auf ewig trennen wird, ist das Jägerschnitzel. Wenn aber das Jägerschnitzel das einzige ist, was Ossis und Wessis trennt, dann könnten wir als ein Volk endlich klarstellen, wir sind das Volk. Ja, ich liebe Jägerschnitzel, beide Arten. Und wie schon am Ende dieses kleinen Films gesagt, wenn Jägerschnitzel das einzige wäre, was die Ossis und wer sich auf ewig trennt, dann soll es so sein. Lass uns ruhig unsere Kultur, die auch teils eine unterschiedliche ist, behalten und nicht einfach so einen Wuschi-Wuschi-Einheitsbrei machen, wie unsere Politiker das gerne hätten. Es ist halt leider nur so, es gibt ein paar Dinge, die werden auf ewig nicht zusammenfinden. Und das ist immer in dem Moment, wo es um Geld geht. 33 Jahre nach der Einheit kriegen immer noch Rentner im Osten weniger und die Löhne im Osten sind weniger. Und überhaupt alles Schlechte kommt aus dem Osten. Die Reichsbürger und die Nazis und die Aluhüte und überhaupt. Daran hat sich scheinbar nichts geändert. Es gibt noch eine Menge Dinge außer dem Jägerschnitzel, die uns in den Köpfen trennen. Und da kann man nur sagen, Idioten. Ja. Idioten auch in einer gewissen Beziehung, das muss ich euch mal sagen, was ist. Ich habe noch euer Geschrei im Ohr, kommt die D-Mark nicht nach hier, rennen wir zu ihr, dann seid ihr wirklich nie auf der Suche nach dem Pokémon Go, eure 100 Mark Begrüßungsgeld nachgerannt und allen möglichen und habt euer ganzes politisches Bewusstsein über Bord geworfen und flux eine Volkskammer gewählt und da hat euch bei der Gelegenheit die Altjungs in der DDR ihre ganzen wirklich Halbgangster wieder untergeschoben und die Westparteien SPD und CDU haben dazu applaudiert. Und so habt ihr zwar eine Volkskammer gewählt, die jetzt diesen Einigungsvertrag mit zu Papier bringen und dann zur Kraftentredung bringen sollte. Das ist am 31. August 1990 passiert. Da haben dann Schäuble und der Staatssekretär Günter Krause diesen Vertrag unterzeichnet. Hä? Der Staatssekretär? Wo war denn der Ministerpräsident? Lothar de Maizière? Na, der hatte wahrscheinlich im Moment genug zu tun. Der war auf der Verzweiflungssuche danach, seine Akten beiseite zu bringen oder wenigstens schwärzen zu lassen, wie es Helmut Kohl getan hat. Deswegen hat er sich gesagt, für einen Einigungsvertrag habe ich keine Zeit. Da habe ich ja den Krause, der wird jetzt Sonderstaatssekretär für ganz besondere Aufgaben und der macht das dann schon. Ja? Der hat es dann auch gemacht.
Und Lona de Maizière ist es leider nicht gelungen, seine Akten beiseite zu schaffen. Er war kurze Zeit später, über den Jordan als Ian Gianni. Günter Krause war ein bisschen cleverer. Der hat schneller die Fäden gezogen. Zum Beispiel 1990 hat er wenige Tage vor dem 3. Oktober gab es im Abgeordnetenhaus eine Beratung, dass die Nennung der Namen der Mitglieder der Stasi öffentlich wird. Und das hat er nicht nur verhindert, er hat die Reporter aus dem Sitzungssaal gewiesen, sie mussten ihre Mitschnitte abgeben und er hat sie aufs Übelste juristisch bedroht, wenn da irgendetwas nach außen bringen sollte. Cooler Mann, der Günter Krause. Die Wessis haben ihn belohnt. Er wurde dann von 1990 bis 1991 Bundesminister für besondere Aufgaben und dann Bundesminister für Verkehr. Und dann ist er über seinen wahren Charakter gestolpert 1991. Da gab es erst die Raststättenaffäre. Nach guter alter Treuhandmanie wurde mal schnell die Raststätten an eine niederländische Hotelkette verkauft. Die Autobahn wurde vom Unternehmen Gracon gebaut. Dafür hat er gesorgt. Ist natürlich alles nicht bewiesen. Also hat er vielleicht oder vielleicht auch nicht, aber er hat auf alle Fälle der Bundesrepublik damit einen Millionenschaden beschert und musste dann ex und hop gehen. Dass er nichts taugt, hat er dann auch in seinem Privatleben gezeigt. Er war weiter in ganz seltsame Firmen verstrickt und 2001 gab es ein Offenbarungseid. Fast wäre er wieder an die große Öffentlichkeit gedrungen, denn er hat im Januar 2020 als Kandidat in der 14. Staffel der RTL-Sendung Ich bin ein Star, holt mich hier raus, leider versagt. Er hat sich dann aus gesundheitlichen Gründen sehr schnell aus der Staffel verabschiedet. Ja, das ist unser berühmter Einigungsvertrag, in dem viele Dinge drinstehen, wo einem wirklich die Haare zu Berge stehen. Und das bringt uns dann zur Treuhand. Aber bevor ich Werbung für die Treuhand mache, mache ich mal Werbung für den Kanal selbst. Follow me, sage ich dann nur. Hey Jungs und Mädels da draußen, abonniert bitte Twitch TV AV8B Rebel, damit es wieder ein Stück weiter vorwärts geht. Ich brauche erstmal 50 Abonnenten, also erstes Ziel ist 50 Abonnenten, damit mir Twitch ein paar Neuerungen für eine bessere Gestaltung der Sendung und dergleichen freischaltet. Ansonsten, wer mir gerne schreiben will, rudi@testvorstellung.de. Rudi gibt mir dann die Boss, habe ich mit ihm verhandelt. Alles, was hier zum Tragen kommt, eben gerade weil ich keine 50 Abonnenten habe, verschwindet innerhalb von 7 Tagen. Wir nehmen das natürlich vorher runter und das Ganze könnt ihr auf Facebook kommen, AH64-TV oder bei unserem YouTube-Kanal als Art Mediathek immer wieder oder auch nachträglich angucken. Und auf Instagram sind wir natürlich auch vertreten. Werbung braucht die Welt. Deswegen jetzt zu Rudis TV Späti, wo Einkaufen wirklich kaum Sinn macht. Rudi sagt immer nicht, wer wohin Geld schicken soll, aber das ist sein Problem. Heute präsentieren wir Ihnen etwas ganz speziell zum Tag der Deutschen Einheit. Genau das Gerät, das alle Bundesbürger zwecks Einigkeit im Land dringend brauchen. Es sieht harmlos aus wie eine Taschenlampe. Doch dieses neue Gerät vom Bund Deutscher Schnüffler und Blockwarte hat es wahrlich in sich. Möchten Sie wirklich gegen einen Beschluss der Regierung demonstrieren und neben Ihnen demonstriert ein AfDler mit? Glauben Sie nicht, dass Sie in Verruf kommen?
wenn Sie im Kino zwischen zwei Reichsbürgern sitzen? Haben Sie sich nicht gefragt, ob Ihre Freunde nicht eventuelle Querdenker sind und ungeimpft? Meinen Sie nicht öfter, Ihr Nachbar könnte ein Verschwörungsschwurbler sein? Das alles können Sie jetzt leicht feststellen mit unseren Personal Digital Schnuffel. Unsichtbar für das Auge werden ein schwarzer, roter, grüner, gelber Strahl ausgesendet, die sich kurz braun wandeln und das Zielobjekt klassifizieren. Jetzt können Sie die Gesinnung auf dem Display des Personal Digital Schnuffel ablesen, während dieser Ihr Ergebnis an den BDSUB weitermeldet. Und ganz neu, der Personal Digital Schnuffel kann jetzt auch zwischen Ossis und Wessis unterscheiden. Der Personal Digital Schnuffel. Leicht in der Hand zu verbergen, auch für kleine Frauenhände. Überall universell einsetzbar. Enttarnen Sie Ihre Nachbarn, Familien, Freunde. Helfen Sie mit, die subversiven Elemente zu enttarnen, die dieser Regierung weder glauben, noch ihre Befehle ausführen wollen. Den Personal Digital Schnuffel erhalten Sie kostenlos und für 100 Meldungen eine schicke Medaille. Dieser Werbeclip wurde gesponsert vom Bund Deutscher Schnüffler und Blockwarte. Ich hab schon eins. Und ich habe schon einen von meinen Nachbarn als Querdenker enttarnt. Und natürlich an den BDSUP gemeldet. Obwohl er sagt, er wäre ein Freidenker. Also zwischen Querdenker und Freidenker. Jetzt wollen wir bitte nicht komisch werden. Hier, Personal Digital Schnuffel. Wunderbar. Da kann ich nur jedem empfehlen. Bestellen Sie bei Rudis Kanal kostenlos, sind ja gesponsert von unserer nicht verfassungsfeindlichen und regierungsfreien Organisation. Und die diesen Werbeclip nicht bezahlt hat. Die Rechnung ist immer noch offen, aber egal. Übrigens, nicht bezahlen bringt uns zum letzten DDR-Thema dieses heutigen Abends. Und das ist die Treuhandgesellschaft. Vorhin habt ihr gesehen, es ist nicht mal einfach, einen Karnickel, eine Möhre wegzunehmen. Da muss man ihn richtig bedrohen. Im Osten ging das alles viel einfacher. Übrigens, die Treuhand wurde erstmal als DDR-Institution letztendlich gegründet. Da hieß sie nämlich auch noch wirklich Treuhandanstalt. Eine Anstalt des öffentlichen Rechts. Und später hieß sie dann irgendwie ganz komisch Bundesanstalt für vereinigungsbedingte Sonderaufgaben. Diese vereinigungsbedingten Sonderaufgaben hatten viele, viele Paragraphen und viele, viele Seiten, wie alles zu funktionieren hat. Der wichtigste war wirklich Effizienz und Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen zu sichern. Oder, wenn das nicht möglich war, sie stillzulegen. Paragraph 8. Treuhandgesetz. Da haben wir uns doch leicht getan. Wozu groß rumäubern? Wir legen sie still. Und komischerweise, da ja der Ossi gerade damit beschäftigt war, in den Westen zu rennen und dort sein Glück bei der D-Mark zu suchen, hat das zwar einen kleinen Aufschrei gegeben, aber der große Aufschrei blieb aus. Und so kam es dann, dass die Treuhand die DDR abgewickelt hat. Das war jetzt für Betriebe stilllegen die neue Wortschätzung. Der Betrieb wird abgewickelt. Das war dann also wirklich ganz, ganz harmlos. Ich habe so ein paar Zahlen hier mir mal rausgesucht. Das ist einfach so. 1990, als die Jungs sagten, wir übernehmen Betriebe privat, und wir sichern die Arbeitsplätze, dazu haben sie sich vertraglich verpflichtet, waren das noch 773.000 Arbeitsplätze von 4,1 Millionen. Am 1. April 1992 waren 1,24 Millionen Arbeitsplätze übrig. Und 1992, gleich am Ende, haben dann die, die eigentlich gekauft haben und privatisiert haben, auch gleich nochmal auf die Schnelle 200.000 Leute rausgeworfen und dann waren es nur noch 553.000 Arbeiter. So was nennt man Abwicklung. Und diese Abwicklung,
der hat die Erna Kohl so richtig mit Händereiben zugeguckt. Das war so wie zu elisabethanischen Zeiten, wo sie ihre Jungs raus auf See geschickt hat und hat gesagt, ihr habt hier einen beratenfreien Brief, nehmt alles weg, was ihr findet, wenn es sein muss mit Gewalt. Ganz anders war das auch nicht. Ja? Das muss man sich mal vorstellen, was die sich alle in die Taschen gestopft haben. Ja? Das Treuhandvermögen, das erwirtschaftet werden sollte, wurde auf 600 Milliarden D-Mark geschätzt. Also wir hätten den Soli, weiß Gott, war nicht gebraucht. Aber die Treuhand hat leider 1992 mit 210 Milliarden Miese abgeschlossen. Denn jeder hat gekauft, gezogen an Kohle ohne Ende, Zuschüsse, Millionen über Millionen, hat sie in die Tasche gesteckt, hat in Betriebe das Betriebseigentum, was so wertvoll verschubbert, und hat sich abgesetzt und wohnt heute auf den Bahamas. Oder anderswo auf der Welt, wo es sehr schön ist. Und die Treuhand hat dafür wirklich Tür und Tor geöffnet mit ihren ganzen Regularien. Das Einfachste ging nämlich so, da hast du als Ossi in einem Betrieb gearbeitet, der stand jetzt zum Verkauf, hat sich mit ein paar Leuten zusammengeschlossen und hat gesagt, hey, wir kaufen unseren Betrieb. Gucken wir mal an, was ist so wert, sagen wir 1 Million. Also habt ihr der Treuhand 1 Million als Angebot gemacht. Und da kam doch so ein Wessi und sagt 10 Millionen. 10 Millionen? Wie kommt denn der blöde Wessi auf so eine Idee? Na, das kommt doch gar nicht in die Tüte. Das kann man nicht mithalten, das kann man auch nicht bieten und schon gar nicht aufbringen. Und so sind sie dann praktisch ein bisschen gebügelt worden und die Treuhand hat den Zuschlag dem Wessi gegeben. Tja, jetzt hatte der den Zuschlag und damit den Betrieb. Jetzt hat der einen Wirtschaftsprüfer geholt und der hat den realen Wert des Betriebes gesetzt. Denn im diesen ganzen Wust von Bestimmungen der Treuhand gab es nämlich einen Passus, dass wenn ein Betriebsschätzer danach feststellt, dass der Betrieb weniger wert ist, als du geboten hast, dann bezahlst du nur das, was der Wirtschaftsprüfer sagt. Ja, coole Nummer. Wir prüfen nicht vorher, wir prüfen nachher. Die Aussichts waren ausgebotet und der Wessi, der 10 Millionen geboten hat, hat 500.000 Euro bezahlt und hat gesagt, schönen Dank und könnte ich bitte 10 Millionen Subventionen haben? Ich habe da so meine Pläne. So hat das funktioniert. Und das ganze Volksvermögen wurde verramscht und ist in private Hände wirklich gelangt. Das ist die bittere Wahrheit an der Treuhand und am Ende. Und das soll uns einig machen. Es soll uns einig machen, dass das im Einigungsvertrag steht, dass da zum Beispiel die Mauergrundstücke nicht zurückgegeben werden. Und ohne jeden Grund. Dass wer das Pech hatte, dass sein Grund am Boden enteignet wurde, auf ein Mauergrundstück, schwupp, weg, kriegt er heute nicht zurück. Und dann wird ihm gesagt, ja, das war ja teils gar nicht eine Enteignung. Ihr habt ja eine Entschädigung dafür gekriegt. Wisst ihr, woran mich das erinnert? Das erinnert mich an die Entschädigung, die die Nazis in Babelsberg den Juden für ihre Häuser am Filmpark gezahlt haben. So und nicht anders. Ja, auf alle Fälle. Na, und dann haben wir noch das SED-Vermögen, das auf 1,6 Milliarden geschätzt wird. Weg! Weg! Das ist ja schon fast wie der Schatz der Nibelungen. Wo ist das SED-Vermögen? Ist es wirklich im Rhein versenkt? Tja, was soll ich dazu sagen? Ihr seht, wenn es um das Thema deutsche Einheit und um das geht, was vor 33 Jahren in der DDR alles passiert ist, da könnte man endlos im Detail sich wirklich ergehen. Ich habe das heute einfach gemacht, weil immer wenn ich an diesen Tag
die Staatsmedien höre, dann kommt mir der Kaffee hoch, was dort an Politlügen und an Salbereien, wie toll sie alles sind und wie toll alles geworden ist. Und wie John Kohl sagte, es wird blühende Landschaften geben und niemand wird es schlechter gehen. Viel dafür besser. So eine Scheiße hat er gesagt. Das einzig Richtige, was er gesagt hat, war, das Einzige, was zählt, ist, was hinten rauskommt. Damit sind wir heute mit dem Thema DDR und Einigungstag einfach am Ende. Das Geschwafel am Sonntag gibt es das nächste Mal in knapp 14 Tagen. Es ist ja 14-tägig, zwischendurch ist immer die lange Erzählung unserer guten Nachtgeschichte. Sonntag, den 15.10. Und was habe ich für euch? Ich habe die wundersame Geschichte von Oddy Martin wieder. Wir haben in Wer weißt du denn sowas nicht? Eine ganz besondere Sache. Wir erklären mal den Unterschied zwischen Negerküssen und Mohrenkopf. Political Alarm und Schaumküsse. In Rudis TV Späti werden wir euch wieder etwas zeigen, was es sonst nirgendwo gibt. Und ganz zum Schluss ist natürlich dann wieder die gute Nachtgeschichte. Ich würde mich freuen, wenn ihr in 14 Tagen wieder dabei seid. Und natürlich auf alle, die jetzt zur guten Nachtgeschichte bleiben. Phil Rudi, Platte Highway, kommen wir jetzt zu Teil 3. Ja, Bloody Highway. Phil ist ja ein Freund von mir, der diese Tour wirklich gemacht hat. Und ich habe ihn mal gefragt, sag mal Phil, ist das wirklich passiert? Und da hat Phil gelächelt und sagte, wie steht immer an amerikanischen Filmen vorne, diese Geschichte beruht auf einer fast wahren Wahrheit. Na dann, für alle, die das letzte Mal versäumt sind und jetzt noch einsteigen wollten, haben wir erstmal eine Zusammenfassung. Die Freunde Frank, Ronnie und Phil haben sich in den USA in Knoxville bei ihrem Kumpel Jake getroffen. Sie möchten von dort aus eine Tour quer durch die Staaten starten. Ihre erste Etappe von Knoxville nach Augusta verlief völlig problemlos. Allerdings kam es in Augusta zu einem bösen Zwischenfall. Ronnie wurde von einem schwarzen Ram angekarrt. Ob das Absicht war oder einfach nur ein banaler Unfall mit Fahrerflucht, ist nicht klar. Unsere Freunde bemühen sich derweil mit Jake um eine Ersatzmaschine, um die Tour fortsetzen zu können. Wir aber werfen einen Blick zurück auf den letzten Tag von Ronnie in Deutschland, vor seiner Abreise. Sein Kumpel Kaberkalle hatte ihn in seine Stammkneipe bestellt. Er hätte ein Problem. Es war in Wirklichkeit eine linke Tour. Er trifft dort auf den vollen Volker und seine Mann-Weib-Schwester Sabine, mit denen er irgendeinen Händel auszutragen hat. Aber er lässt sich nicht groß darauf ein, zeigt ihnen den Fackfinger und verlässt die Kneipe. Und hier geht unsere Geschichte jetzt weiter. Ronnie war tief verärgert und verließ die Kneipe. Es war schon dunkel und in der Seitenstraße, in der sich die Kneipe befand, war nichts mehr los. Er ging nach rechts entlang dem Gehweg. 20 Meter weiter war die Ampel, die gerade auf Rot umschaltete. Naja, dachte Ronnie, das hätte ich eh nicht mehr gepackt. Hab er Zeit. Dann spürte er einen harten Schlag und ihm wurde schwarz vor Augen. Er stürzte in einen Abgrund immer tiefer, hinein in eine unendliche Schwärze, das absolute Nichts. Plötzlich hatte er das Gefühl, er fiel in einen See. Um ihn herum Wasser. Er dachte, er müsste jeden Augenblick ertrinken. Er schnappte nach Luft. Aber dann wurde es langsam hell. Durch die verwässerten Augen sah er allmählich klarer und die Silhouette von Arnie, dem Terminator. Je deutlicher das Bild wurde, desto klarer erkannte er, dass Arnie
ein nun ja zumindest annähernd weibliches Gesicht hatte. Es grinste ihn an. »Na, ist er wieder da? Endlich wach, kleines Arschloch!« Ronny versuchte, seine Stimme zu sortieren. »Stimmt, da war was. Die Kneipe, Kavarale, der alte Verräter, der volle Volker und Sabine der Drache.« Ronny schaute sich um. In dem Raum war wohl nur Sabine. Das sah ziemlich nach einer heruntergekommenen Küche aus. Es roch seltsam, als hätte jemand etwas anbrennen lassen und dann tagelang herumstehen lassen. Auf der Küchenuhr las er von den Zeigern die Uhrzeit ab 4.25 Uhr. Morgens, abends, seine Gedanken waren immer noch wirr. »Was zum Teufel ist denn hier los? Verdammt nochmal, was soll die Scheiße?« »Glaubst du, Benner, wirklich, dass ich dich einfach so abhauen lasse, du Loser? Erst will ich die Kohle, die du mir noch schuldest. 15 Mille, Arschloch. Vorher kommst du hier nicht weg. Also lass die Scheine rüberwachsen, sonst kommst du hier nie mehr raus.« Zur Unterstützung ihrer Worte verpasste sie ihm einen gewaltigen Tritt gegen das Schienbein. Der Schmerz durchzuckte Ronny wie ein Blitzschlag. Sein Gesicht verzerrte sich vor Schmerz, aber kein Ton verließ seine Lippen. Die Blöße wollte er sich von diesem Mannweib nicht geben. »Du weißt genau, dass du das Geld zu Unrecht einforderst. Du hast mir 15.000 Euro für ein Bike bezahlt, das hast du bekommen. Und wenn du das schrottest, ist das deine Schuld.« Das Problem war, dass der Drache behauptete, sie hätte den Unfall gehabt, weil angeblich die Bremsen kaputt waren und sie deshalb bei einem Ausweichmanöver schleuderte und das Bike in den Graben setzte. Das passiert eben, wenn man keinen Moped fahren kann. Allerdings nützte Ronny das in seiner Situation momentan gar nichts. Er saß gefesselt auf diesem verdammten Stuhl in dieser Assi-Küche und versuchte verzweifelt, seine Fesseln zu lösen. Sabine verpasste ihm eine Ohrfeige, die nicht von schlechten Eltern war. Seine linke Gesichtshälfte brannte wie Feuer. Das ließ seinen Mut noch mehr anfachen und er versuchte wie wild, seine Fesseln zu lösen. »Hey, Sabine!« Das war der volle Volker hinter ihm. »Komm mal mit ins Wohnzimmer, Kriegsrat!« Auf Volkers vernarbtem Gesicht war ein böses Lächeln zu sehen. Sabine ließ von Ronny ab und ging mit Volker in den Nebenraum. Sie schloss die Tür hinter sich. Ronny zerrte mit aller Kraft an seinen Fesseln. Plötzlich spürte er, wie das Seil sich löste. Ein triumphierendes Lächeln erschien für einen kurzen Augenblick auf seinem Gesicht. Wusste er doch, dass der Drache selbst dazu zu blöd war, einen vernünftigen Knoten hinzubekommen. Er streifte die Seile von seinen Handgelenken und entfernte auch die Fußfesseln. Er war frei und schlich sich zur Türe, die auf den Flur führte. Plötzlich öffnete sich die Wohnzimmertür. Ronny hörte einen kurzen Schrei und dann Sabine. »Die haut ab, verdammt, dieser Wichser!« Sie rannte zur Tür. »Hab ich dir doch gesagt, lass mich die Fesseln anbringen, aber nein, du kannst es ja besser«, hörte er Volker schreien. Bevor Ronny die Tür öffnen konnte, war der Drache bei ihm und hielt ihn fest. Ihre Arme schlangen sich um seinen Körper, dass ihm fast die Luft wegblieb. Das Weib hatte aber auch eine Kraft. Ronny beugte seinen Kopf vor und schlug ihn dann mit voller Kraft nach hinten. Bevor Sabine reagieren konnte, schlug Ronnys Hinterkopf in ihr Gesicht. Das Knackgeräusch, das er vernahm, kam von Sabines Nasenbein, das er ihr durch die Wucht des Aufpralls wohl gebrochen hatte. Dieses Geräusch vernahm er mit Wohlwollen, was man von dem Drachen nicht so direkt sagen konnte. Sie heulte auf und lockerte ihren Griff. Ronny konnte sich befreien. Im Hintergrund sah er Volker im Türrahmen auftauchen. Ronny griff nach dem erstbesten Gegenstand, der sich in Reichweite befand. Das war ein Baseballschläger, der auf der Flurkommode gelegen hatte. Er holte aus und zog diesen dem Drachen mit einem harten Schlag über den Schädel. Er sah noch, wie sie ihn eine Sekunde lang erschrocken und ungläubig anstarrte und dann mit gebrochenem Blick umfiel wie ein nasser Sack. Ronny und Volker starrten beide auf den daliegenden Körper. Er ließ den Baseballschläger fallen. Seine und Volkers Blicke trafen sich für eine Sekunde, dann drehte sich Ronny schlagartig um.
Ihm wurde im Bruchteil einer Sekunde bewusst, dass er da eine ziemliche Scheiße gebaut hatte. Er öffnete die Eingangstür und rannte den Flur entlang zum Ausgang und dann auf die Straße. Er hörte noch Volker hinter sich herschreien und seine Stimme überschlug sich. »Ich krieg dich, du Drecksack! Das bekommst du tausendfach zurück! Ich schwöre, du elender Wichser!« Das war das Letzte, was er von Volker vernahm. Er rannte auf die Straße, wo langsam der Berufsverkehr einsetzte. Ronny orientierte sich erst einmal. Er war in einem anderen Stadtteil. Er kannte die Wohnung vom Drachen, schließlich war er schon mehrmals dort. Er würde die öffentlichen Verkehrsmittel nutzen, um nach Hause zu kommen. Er sah auf die Uhr, es war jetzt 5 Uhr morgens. Nicole würde wohl gerade frühstücken. Er brauchte noch eine halbe Stunde nach Hause. Bis dahin wird sie wohl Richtung Arbeit gefahren sein. Anrufen konnte er sie nicht, sein Handy war weg. Wenigstens hatte er seine Geldbörse. Mit Nicole würde er am Abend dann sein Auto von der Kneipe abholen. Kapitel 2. Der zweite Streckenabschnitt. Dienstag früh. Es geht los. Die erste Tour für die drei Biker von Augusta, Georgia, nach Tuscaloosa, Alabama. Da man Atlanta, die Hauptstadt von Georgia, weiträumig umfahren wollte, wählte man die Strecke über Macon, noch im Bundesstaat Georgia, und Montgomery, Alabama. Das sind 415 Meilen, umgerechnet 664 Kilometer. Das war von der Entfernung etwas viel. Denn sie wollten sich unterwegs ja auch noch die Gegend anschauen. Man hatte zwar einen Routenplan ausgearbeitet, allerdings wollte man sich die Freiheit nicht nehmen lassen, auch zwischendurch nochmal auf der Strecke zu übernachten. Man würde schauen, was so passiert. Die Strecke bis Tuscaloosa lag übrigens in einer anderen Zeitzone. Die Uhr wurde dann eine Stunde zurückgedreht. Man gewann also eine Stunde. Auch nicht schlecht. Der Weg raus aus Augusta war durch den Morgenverkehr bedingt wieder einmal etwas anstrengend. Sobald man aber die Stadtgrenze hinter sich gelassen hatte, ging es gleich wieder locker weiter. Kein Stress, breite Straßen, wenig Verkehr, so musste das sein. Auf dem Highway 1 ging es Richtung Süden, dann über verschiedene Backroads Richtung Macon. Hier im Süden war das Wetter immer recht schwül. Selbst nachts um 2 Uhr hatte man bis zu 27 Grad Celsius sowie eine Luftfeuchtigkeit, die fast immer über 90 Grad lag. Wenn man da von den per Klimaanlage im wohlgekühlten Zimmer auf die Terrasse ging, spritzte der Schweiß nur so aus den Bohren. Das mag nicht jeder. Ronny zum Beispiel hasste es. Aber Phil konnte es gar nicht warm genug sein. Er hasste die Kälte. Er hatte in Deutschland genügend Fahrten in der Kälte hinter sich gebracht, um die Wärme hier im Süden Georgias entsprechend zu genießen. Die letzten Jahre, in denen er hier in den USA unterwegs war, hatte er nie eine Lederjacke angezogen. Es war einfach zu heiß. Lederweste, T-Shirt und dann auf dem Bike die Highways genießen. Das war es, das er liebte. Außerdem konnte man hier fast das ganze Jahr über durchfahren. Das Wetter ließ das einfach zu. Das Schöne an den Backroads ist, dass man viel mehr von der Gegend sieht und auch bei Pausen an Gasstations, also Tankstellen, immer mal wieder Leute trifft, die man nie so erwartet hätte. Hier hatte Phil früher schon ganz tolle Erlebnisse gehabt. Die Straße ging jetzt gefühlt nur noch geradeaus, vorbei an Sandersville bis nach Macon. Das waren 127 Meilen, also rund 200 Kilometer, welche die drei mit einer kurzen Pause bei Sandersville zum Tanken ohne weitere Probleme dafür mit viel Spaß fuhren. Mittlerweile war es 1 Uhr Mittag und man suchte sich in Macon ein Restaurant über Google Maps aus, um den Hunger zu stillen und den Staub der Straße runterzuspülen. Man entschied sich für das Downtown Grill, zumal man begeistert war, dass auch der legendäre und am 27. Mai 2017 erst verstorbene Greg Allman, Gründer, Sänger und Pianist der Southern Rock Band The Allman Brothers, hier gerne gespeist hatte. Das passte auch voll ins Programm. Unvergessen wie zum Beispiel Seven Dance, Jessica
oder In Memory of Elizabeth Reed gehörten zu Phils Lieblingssongs. Und man hatte sich auch mal wieder nicht getäuscht. Hier gab es traumhaft gute Steaks. Aber auch typische Südstaatenküche. Diese reicht von höllisch scharf bis babsüß. Die Südstaatler liebten eben die Extreme. Leute, ich würde sagen, wir fahren heute noch bis Columbus und suchen uns dann ein gemütliches Motel mit Swimmingpool, wo wir den Tag bei ein paar Whisky ausklingen lassen. Was meint ihr? Frank schaute interessiert in die Runde. Phil und Ronny nickten zustimmend. Gute Idee. Lasst uns schwimmen und einen trinken, meinte Phil. Alle lachten und genossen ihr Essen. Man verweilte noch eine Zeit lang in diesem wunderschönen und urgemütlichen Restaurant. Als die drei wieder hinausgingen, standen einige Leute um ihre Bikes herum, die diese interessiert, aber mit respektvollem Abstand bewundert hatten. Als die drei ankamen, wurden sie gleich von zwei jüngeren Männern angesprochen. Das übliche Gespräch kam auf. Wo man herkommt, was man macht, wo die Reise hingeht und so weiter. Nach ein paar Minuten Smalltalk fuhren die Biker weiter zu ihrem Tagesziel, Columbus. Columbus ist mit knapp 190.000 Einwohnern die drittgrößte Stadt in Georgia nach Atlanta und Augusta. Die Stadt wurde tatsächlich nach Christopher Columbus benannt. Warum, das weiß man nicht mehr so genau. Es gibt da lediglich Vermutungen. So zum Beispiel, dass die Namensgebung vermutlich beeinflusst war durch die Schriften von Washington Irving, einem amerikanischen Schriftsteller. Columbus ist bekannt für sein umfangreiches National Infantry Museum, aber auch wegen der herrlichen Lage. Phil hatte sich wieder für das Quality Inn entschieden. In dieser Motelkette hatte er schon öfters übernachtet und war immer zufrieden mit der Unterkunft. Saubere Zimmer, Frühstück inklusive und das im Schnitt für $65. Was will man mehr? Hinter dem Hotel befand man einen Swimmingpool, wo man eventuell noch ein paar Drinks nehmen würde. Natürlich gab es auch weitaus bessere Motels, aber die kosteten dann auch entsprechend mehr. Und da war das Quality Inn vom Preis- und Leistungsverhältnis her die beste Lösung. Sie kamen gegen 16 Uhr dort an und parkten ihre Bikes direkt neben dem Eingang. Die Formalitäten gingen schnell vonstatten, man bekam die Schlüssel für die Zimmer und checkte ein. Um 17 Uhr treffen wir uns an den Bikes und fahren dann rüber zum Longhorn Steakhouse. Da werden wir nochmal gut was essen, meinte Phil. Und alle waren einverstanden. So geschah es dann auch. Alle drei hatten sich einen bequemen Platz gesichert mit Blick auf die Bikes. Man genoss das leckere Essen. Ronny wischte sich gerade den Mund ab und wollte nach dem Bier greifen, als wieder ein schwarzer Pickup langsam an den Bikes vorbeifuhr. Der Fahrer schaute interessiert nach den Harleys, fuhr dann geradeaus weiter. Und Phil, der gegenüber von Ronny saß, konnte sehen, dass der Wagen etwas abseits, aber immer noch auf dem Longhorn-Gelände parkte. »Ihr habt den auch gerade gesehen?«, fragte Ronny. Die beiden anderen nickten. »Ich habe den schon eine ganze Weile beobachtet. Der folgt uns schon seit Sanders Will«, meinte Frankie. »Bist du sicher? Ich meine, hier fahren ja massenweise schwarze Trucks rum.« »Stimmt, aber komisch ist es schon«, sagte Ronny. Phil stand auf und ging Richtung Ausgang. »Wohin?«, fragte Frankie. »Oh, ein bisschen die Beine vertreten, eine Kippe rauchen«, meinte Phil beiläufig. Während Frankie sich auf Phils Platz setzte, um besser beobachten zu können, ging Phil die Türen aus, zündete sich eine Zigarette an und schlenderte gemütlich in Richtung des Trucks. Als er noch ungefähr 10 Meter oder etwas weniger davon entfernt war, fuhr der Truck wieder los. Den Motor hatte er es gar nicht ausgemacht. Und, konntest du was erkennen?
Phil beobachtete den Wagen genau. Er sah an der linken vorderen seine Kratzspuren. Das musste erstmal nichts heißen. Aber er konnte sich jetzt das Nummernschild merken. AJU4561. Zugelassenen Charger. Immerhin etwas. Er ging zurück und machte die Zigarette in einen der dafür vorgesehenen Eimer, die mit Sand gefüllt waren, aus. Als Frank ihn kommen sah, rückte er wieder auf seinen alten Platz. Und, konntest du was erkennen? Der hatte ja ganz schön schnell die Flucht ergriffen. So erschien mir das auch. Er sah mich kommen, wartete noch einen Moment und dann fuhr er los. Ich habe am vorderen Kotflügel Kratzspuren entdeckt. Also, das sah mir schon seltsam aus. Könnte fast schon unser Truck gewesen sein. Phil zog sein Handy aus der Tasche seiner Lederweste und tippte etwas ein. Dann rief er Jake an. Hi Jake, pass auf, wir haben hier einen schwarzen Truck gesichtet. Der hat Kratzspuren am linken vorderen Kotflügel. Außerdem meinte Frankie, er hätte beobachtet, dass es uns seit Sandersville ein schwarzer Pickup gefolgt wäre. Phil hatte währenddessen das Handy auf Lautsprecher gestellt. Hi drei, also ich habe mich mal schlau gemacht. War bei der Polizei. Die meinen, ein Augezeugen hätte die Endzahlen 6-1 auf der License Plate sehen können. Den Rest wusste er nicht mehr. Mit den zwei Ziffern war er sich allerdings 100% sicher, weil es sein Geburtsjahr war. Na, das passte doch. Jedenfalls wussten sie jetzt, dass da einer ist, der sie verfolgte. Bloß wer? Und warum? Das war's für heute. Das war der dritte Teil unserer Gute-Nacht-Geschichte. Ich wünsche euch allen eine gute Nacht. Wir sehen uns hoffentlich wieder am Sonntag, den 8.10., also jetzt am kommenden Sonntag, denn da geht es weiter mit dem vierten Teil, wieder mit 45 Minuten Stand Alone, und ich hoffe, ihr seid da alle dabei. Und nichts vergessen, dann den Sonntag drauf auch wieder zu Das Geschwafel am Sonntag mit Micky Bär. Ich wünsche euch eine gute Nacht.